Über 100 Migranten haben am Freitag vor dem Lager Moria auf der Insel Lesbos protestiert, nachdem ein Flüchtling an den Folgen einer Messerstecherei gestorben war. Die Menschen riefen voll Zorn, dass das Lager nicht sicher sei. Sie zündeten Mülltonnen an, die Polizei feuerte Tränengas in die Menge der Demonstranten. Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen 20-jährigen Mann aus dem Jemen. Erst am Mittwoch war ein kongolesischer Migrant Stichwunden erlegen, die er nach Polizeiangaben 2 Wochen zuvor erlitten hatte. Regierungsangaben zufolge beherbergt das Lager Moria mit einer Kapazität von 3.000 derzeit mehr als 19.000 Menschen. Die Flüchtlingslager auf den nordägäischen Inseln sind völlig überfüllt. Daher ist die humanitäre Situation katastrophal.